Jojojo, meine Freunde, was geht? Herzlich willkommen hier bei Jengis44TV. Ja, meine Freunde, was soll ich sagen? Ich muss mich entschuldigen. Mir wurde da ja so ein Ultimatum gestellt. Und, ja, was soll ich sagen? Also, meine Entschuldigung geht erstmal raus an meine Community, ja. An die Leute, die immer wie eine Eins hinter mir stehen. Und, mich und den Kanal supporten. Eine Entschuldigung geht an euch raus, weil ich eine Woche lang ja mehr oder weniger da mit euren Gefühlen gespielt habt und teilweise wirklich Leute geglaubt haben, dass ich meinen Kanal hier löschen würde. Es haben viele Leute Videos dazu gemacht, viele Leute spekuliert und die meisten lagen natürlich richtig damit, dass ich auf gar keinen Fall den Kanal löschen würde oder mich erpressen lassen würde. Das wird ja auch komplett gegen die Kanalprinzipien und gegen meine Prinzipien sprechen. Ich habe immer gesagt, es geht nicht darum, Rambo zu sein, Mafia zu sein, krass zu sein. Es geht darum, unbeugsam zu sein. Einfach unbeugsam. So, wir lassen uns nicht niedermachen von vermeintlich Stärkeren. Wir lassen uns nicht erpressen von irgendwelchen Leuten. Und ja. Ich habe gehört, Papa Stumpf war im Tarnkappenmodus unterwegs, nachdem er sein Ultimatum gestellt hat, was im Übrigen ja auch eine Straftat darstellt. Ja, das ist ja Erpressung, Nötigung. Da braucht man sich nicht wundern, wenn man vielleicht vom Staatsanwaltschaft wegen öffentlichem Interesse da dann eine Anzeige bekommt. Vom Staatsanwalt. Ich werde keine Anzeige machen, aber in solchen Fällen braucht man gar nicht selber eine Anzeige machen. Der Staatsanwalt regelt das dann. Ja, wenn sowas im öffentlichen Interesse ist, dann wird dem auch nachgegangen. Da unser Papa Stumpf allerdings ja mit dem, ja ich sag mal, beim Team Polizei ist, ist das natürlich so eine Sache. Ja, warum Tarnkappenmodus? Wir waren auf dem Weg, wir waren auf dem Weg nach Rheinhausen und während wir unterwegs waren und uns ein bisschen umgehört haben, ob es denn da irgendeine Don't-Touch-Regelung für Papa Stumpf gibt, die es nicht gibt, haben wir halt mitbekommen, dass Papa Stumpf Tarnkappenmodus eingeschaltet hat und gar nicht mehr in Rheinhausen war, sondern wohl irgendwie in der Schweiz, ne? Also erst Ansage machen, dann abhauen. Prinzipiell zu dieser Sache, ne? Folgendes, ein für alle Mal. Meine Freunde, die Sache ist die, wir haben es hier mit Leuten zu tun, die auf zwei Spielfeldern spielen. Ja? Die wollen zum einen irgendwie Straße sein, aber wenn man auf Straßenmanier antworten möchte, geht man zur Polizei, zum Anwalt und versucht dann rechtlich gegen einen vorzugehen. Ich kann euch jetzt schon sagen, die Anschuldigungen, die da gemacht werden, sind allesamt haltlos. Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Es kann sich meiner Meinung nach nur um Fakes handeln. Aber dazu werden wir zu gegebenen Zeit dann nochmal Stellung beziehen. Ich werde jetzt dieses Video droppen. Vielleicht noch ein zweites und ein drittes. Also ein zweites kommt auf jeden Fall noch. Vielleicht noch ein drittes. Und dann soll es das mit diesem Typen gewesen sein. Mit mir wurde Kontakt aufgenommen. Dämon aus der Vergangenheit, sage ich nur. Am Freitag bin ich nochmal Grenze Holland. Dann treffe ich mich auch mit Dämonen aus Papa Stumms Vergangenheit. Und ja, die werden dann nochmal einiges berichten. Papa Stumpf nannte sie damals Familie. Es ist endlich soweit. Es ist endlich soweit. Ich bekomme schwarz auf weiß ein paar nette Schreiben in ihr. Und die hole ich mir am Freitag ab. Ich denke, zum Wochenende hin gibt es dann nochmal den zweiten Drop. Die Leute wollen uns ins Kolosseum ziehen. Die Leute wollen den Mob bespaßen. Was viele Leute nicht wissen, ist, dass das keine coole Zeit war, dass die Gladiatoren kein schönes Leben hatten. Und dass es nur, ja, dass sich die Reichen die Taschen voll gemacht haben und den Mob, den Pöbel, wie sie ihn nannten,
unter Kontrolle gebracht habe. Ne? Zuckerbrot und Peitsche. Bis jemand wirklich mal ins Kolosseum kam und den ganzen Laden einfach auseinandergerissen hat. Spartakus, Mann. Heute kommt Spartakus. Spartakus auf Massephase. Spartakus mit. Ist gerade auf dem Diätplan. Dieser Spartakus, meine Freunde, wird den Laden heute mal zerlegen. Am Wochenende machen wir dann den Nagel in den Sargdeckel. Okay? In diesem Sinne, Spaß mit dem Video. Es ist hart, es ist eklig, aber man wollte es so. Noch eine Sache, was ich auch bisher nicht erwähnt habe, weil es nicht mir passt, weil es nicht meine Art ist, weil es einfach ekelhaft ist, es ist einfach widerlich. Aber ich werde in eine Ecke gedrängt und ich muss mich wehren. Und deswegen muss ich an dieser Stelle jetzt mal mit einem, ja, etwas machen und etwas loswerden, was ich normalerweise so nicht machen würde. Ist der Papa Schlumpf? Der hat ja ein krankes Kind. Das Kind war schon immer krank. Das Kind war nicht erst krank, Papa Schlumpf in den Knast gekommen. Diesem Kind gehört natürlich auch eine Mutter. Ja, und da beginnt halt die traurige und tragische Geschichte, ne? Jeder kennt es auch aus Reinhardt, erfunden ist. Dieser Mann wollte so sehr ein Mafia-Pate werden, ein Mafia-Boss werden, dass er seine eigene Familie, ne, im Stich gelassen, verraten und verkauft hat. Inwiefern? Hört euch um, wirklich. Die Story ist wahr. Kennen sie schon sehr lange. Und es ist wirklich nicht meine Art, aber guckt mal, was er alles gemacht hat. Über Menschen, die ich liebe. Und über Menschen, die mir nahestehen. Was er alles für Lügen verbreitet hat. Was ich mir heute noch für Kommentare anlesen muss, wegen seiner schmutzigen Zunge. Er hat einfach seine eigene Frau in die Drogensucht getrieben, bis sie sich schließlich selbst das Leben nahm. Und das sind wirklich Fakten. Man weiß das. Rheinhausen ist ein Dorf. Leute aus Rheinhausen wissen das. Und dieser jemand zeigt jetzt mit dem Finger auf andere. Er redet von Türke und Ehre und das. Mann, du bist kein Ehrenmann, kein Abi, du bist gar nichts. Sei erstmal ein Vater für deine Familie. Ein Mann für deine Frau konntest du noch nicht sein. Deswegen, ja, möge Gott ihrer Seele gnädig sein. Wollte ich hier nochmal an dieser Stelle auspacken und auf den Tisch legen. Jetzt aber wirklich ab dafür, ab mit dem. Jojojo, meine Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Genghis44 TV. Ja, es hat sich die ein oder andere Dame bei mir gemeldet aus der Vergangenheit vom Schlumpf. Und die möchten gerne das ein oder andere zu ihm berichten. Er stellt sich ja immer ganz gerne als Saubermann dar und als Abi. Wir werden das Ganze heute mal ein bisschen durchleuchten und ich werde euch zeigen, ja, dass es nicht so ist, wie der gute Herr behauptet. Dazu haben wir heute einen Gast hier, Melek. Und ist natürlich nur ein Pseudonym. Im Übrigen, wir haben natürlich vorab geredet. Sie hat mir vorab ihre Geschichte erzählt. Melek hat keine Erfahrung vor der Kamera. Deshalb werde ich mit den Fragen, die ich stelle, natürlich das Gespräch so lenken, dass wir Thema von Thema zu Thema bearbeiten können, und damit es ihr halt leichter fällt, ja. Also falls es dann heißt, ja, warum stellt er denn genau diese Frage und so, wir haben das vorher besprochen und damit es für sie einfacher ist, werde ich sie dann hier gleich, ja, durch den Talk durchführen, ja, mit meinen Fragen. In diesem Sinne, wir legen dann gleich mal los. Ich reiche einmal das Mikrofon an Melek weiter und sie erzählt uns dann erstmal, wer sie überhaupt ist, woher sie kommt und ja, wie sie auf mich aufmerksam geworden ist. Dankeschön. Ja, Melek, stell dich doch einmal vor. Ich bin die Melek, ich bin 29 Jahre alt. Die Sachen, die ich jetzt erzähle, liegen
schon weitaus länger in der Vergangenheit, also sind schon über 10 Jahre alt, da war ich für meinen Teil noch minderjährig. Ist ein emotionales Thema für mich ein bisschen, deswegen bin ich auch ein bisschen aufgeregt. Ich bin auf Jengis aufmerksam geworden, weil ich mitbekommen habe, dass er mit dem Schlumpf aus Rheinhausen Stress hatte. Er stellt sich ja immer als super korrekt, super toll dar und der Gegenteil ist auf, also das Gegenteil ist auf jeden Fall der Fall. Okay. Normalerweise sollte ja heute auch noch eine Freundin von dir da sein. Genau. Die hat es heute leider nicht geschafft. Die war ja auch, ich sag mal, Opfer von seinen Sachen. Ja. Ihr habt das ja so ein bisschen gemeinsam mitgemacht. Ja, du hast es mir erzählt, ihr wart damals in so einer Kneipe und hattet Bock zu feiern und muss Genau. da ein bisschen einhaken. Wir haben relativ früh angefangen zu feiern. Da waren wir circa 16, 17 Jahre alt. Sind in Rheinhausen auf eine Kneipe aufmerksam geworden, wo wir auch Stoff herkriegen konnten. Und so. Es war schon gemeinhin bekannt, dass der Schlumpf aus Rheinhausen, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt kanntet ihr ja nur die Kneipe. Genau, wir kannten nur Ja. die Kneipe. Also man hat halt rum erzählt, ey, wenn du was haben willst, dann sprich da mal jemanden an, so mäßig. Ja. Ja, okay, das kennt man auf jeden Fall. Dann habt ihr dort den Schlumpf das erste Mal kennengelernt. Ja. Und der hat am Anfang behauptet, das wäre seine Kneipe, obwohl es gar nicht seine ist, ne? Genau. Das war so die Vorgeschichte. Hat sich ganz groß gestellt, es wäre alles seins und hast du nicht gesehen, ja. Und im Endeffekt kam eigentlich raus, die Kneipe hat überhaupt nicht ihm gehört. Die Kneipe hat seinem Kollegen gehört. Ja, und so sind wir halt erstmal darauf aufmerksam geworden. Wir haben erstmal unseren Stoff bekommen, beziehungsweise erstmal war auch alles super. Teilweise, wir haben Mädels halt unsere Sachen teilweise auch vergünstigt bekommen, vielleicht auch mal umsonst. Also erstmal war eigentlich auch alles super. Ja, bis. Er wollte am Anfang auch nicht, also er hat mal die Kohle erlassen, Genau. anderweitige Gegenleistung hat er bis dato auch nicht Nein, erwidert, ne? bis dahin überhaupt nicht. Wie gesagt, bis zu einem gewissen Zeitpunkt ist alles korrekt abgelaufen. Wie gesagt, entweder der Preis wurde komplett weggelassen oder es war halt vergünstigt. Ja, und bis zu einem gewissen Zeitpunkt, also ich sag mal nach ein paar Monaten, wie gesagt, die Sachen liegen schon echt lange zurück, deswegen kann ich jetzt auch keine genaue Angabe machen, aber bis zu einem gewissen Zeitpunkt war alles cool. Ja, und dann wurde es halt ein bisschen extrem. Der hat dann irgendwann, habt ihr ja mitbekommen, also er hatte ja Phasen, wo er dann selber auch ein bisschen mehr, sag ich mal, unterwegs war. Ja. Und da wurdet ihr auch eingeladen, ne, du und ihr. Genau darauf wollte ich jetzt nämlich hinaus. Ja, es gab auch Phasen, wo er selber natürlich gut gefeiert hat. Ja, und da hat er uns auch privat zu sich nach Hause eingeladen. Okay. Und was ist dann da passiert? Ich meine, er war damals ja auch schon um einiges älter als ihr. Ja, um einiges natürlich. Warum hat er euch eingeladen zu sich? Ja, damit wir da halt zu dritt feiern können. Und ich glaube, jeder versteht, was unter Feiern gemeint ist, ohne dass ich jetzt großartig ins Detail gehen muss, weil es halt ein bisschen echt emotional für mich ist. Ich bin auch hier, habe jetzt ein bisschen so einen Zittring, weil das halt eine Sache ist, die man halt auch nicht verarbeitet. Ja, feiern gehen heißt halt Aber gemeinsam. wir lassen uns einfach dabei. Okay. Die YouTube-Richtlinien sind mittlerweile sehr Ach hart. ja, stimmt, sorry, nicht dran gedacht. Aber ja, das, okay, also ist schon eindeutig. Ja. Ja, und dann hat er auch den Klassiker gemacht, ne? Irgendwann mit Leute besuchen an bestimmten Orten, wo ihr dann auch mal mit solltet, beziehungsweise. Nicht mit solltet, wo wir auch ein, zweimal dabei waren. Ab da anfing halt. Erzähl mal genau die Story mit, ja, ich habe gerade nichts da, wir müssen da hinfahren und so. Den einen Tag haben wir was gebraucht. Haben uns halt bei dem Schlumpf aus Rheinhausen gemeldet. Ja, ich habe gerade nichts da. Ich müsste da und dahin fahren. Wollt ihr mitkommen? Wir uns natürlich erstmal nichts dabei gedacht, sind mitgefahren. Ja, und da bin ich halt schneller
so gesehen im Rotlichtmilieu gelandet, als ich wollte, weil das war dann halt. Also ihr wusstet nicht, wohin ihr Nein, fahrt. nein. Er hat einfach gesagt, ja, ich fahre zum Kollegen rüber. Genau, genau. Ja, er hat das dann da abgeholt vom Kollegen, dies, das und dann weiter. Was ich denke mal, ihr habt ja auch Fragen gestellt, er wird ja auch irgendwas gesagt haben. Was. Ja, klar haben wir unsere Fragen gestellt. Uns wurde bis zu dem Zeitpunkt immer noch nicht explizit irgendwas dazu gesagt. Wo er halt mal wieder ein bisschen zu viel gefeiert hat, kamen die Sachen dann natürlich raus, wo es dann hieß, ja, Rotlichtmilieu und ob wir uns nicht auch vorstellen könnten, irgendwie in diese Szene irgendwie einzusteigen und, wo. Weiß ich nicht. Ich mir dachte, ja, okay, feiern eine Sache, aber ich kann doch jetzt nicht irgendwie anfangen, halt irgendwie auf die schiefe Bahn noch mehr zu geraten. Also irgendwo, klar, hat man dann Angst. Ich habe für meinen Teil eigentlich, was heißt eigentlich, ich habe für meinen Teil gesagt, so für mich persönlich wäre das gar nichts, es ist ein Tabu. Ich bin auch, soll jetzt nicht irgendwie blöd klingen, aber ich bin jetzt auch kein Deutscher, habe natürlich auch ein südländischen Touch, was natürlich auch wegen der Familie nicht funktionieren würde. Ja, die Antwort nein hat ihm nicht wirklich gepasst. Ja, der Kontakt, weiß nicht, hat sich verlaufen, aber ist dann in eine komplett andere Richtung gegangen, wo es dann irgendwann auf einmal hieß, ja, aber wir haben ja auch teilweise, beziehungsweise ich für meinen Teil, für meine Freundin kann ich jetzt nicht sprechen. Ich denke mal, die wird auch noch ihren Teil dazu sagen. Sie konnte halt heute leider nicht. Wo es dann halt hieß, ja, du hast ja auch zu deinem, ich habe ja auch für meinen Teil Sachen umsonst bekommen oder halt vergünstigt. Ja, und ich müsste das ja jetzt auf irgendeine Art und Weise gut machen, beziehungsweise abarbeiten. Okay, also er hat dir quasi Sachen umsonst gegeben und Genau. hat dann aber hinterher die Tatsachen so verdreht, dass die gar nicht umsonst waren. Nein. Und dass er dachte, er kriegt das Geld später, das wäre nur auf Kombi gewesen und hat dann quasi so einen auf. Das ist ja das Schlimme. Nein, nein. Am Anfang hieß es ja, nein, das ist halt in dem Sinne geschenkt. Es ist alles gut. So, es war ja noch nicht mal irgendwie die Rede von, das ist jetzt auf Co. oder hast du nicht gesehen. Es hieß, es ist geschenkt und nach ein paar Monaten hieß es halt, nee, warte, ich habe dir das und das umsonst gegeben. Da und da hast du vergünstigt was bekommen. Und jetzt sieh zu. Und dann hat er versucht, über Family euch zu erpressen, ne? Von Ja. wegen, er würde verraten, dass ihr da am Koksen seid Ja. und keine Ahnung was. Und er hätte euch dann auch mit anderen Männern gesehen und dies und Ja. jenes. Okay. Ich sag ja, also am Anfang, es war okay und zum Ende hin bin ich eigentlich mehr oder weniger durch die Hölle gegangen. Ist natürlich auch ein psychischer Druck, du bist jung, du weißt in dem Moment nicht, wie du handeln sollst, was du machen sollst. Die Familie wird mit reingezogen. Was hat er, ich meine, gut, dann hat er es ja irgendwann geschafft, er hat dich belabert, er hat dann auch sicherlich von dem ganzen Geld geredet, was man da so kriegen kann. Ja. Ist ja an sich auch nichts Verwerfliches, solange man nicht minderjährig ist, ne? Ja. Also ich denke mal, ihr werdet das ja irgendwie über Prozente gemacht haben, ne? Ja, das müssen ungefähr 50% gewesen sein, also einfach mal die Hälfte. Okay, er hat mit euch halbe halbe gemacht. Okay, stabil, ja. Dann, da war ja was, eine noch ekelhaftere Sache ist ja deiner Freundin dann passiert, ne? Ihr habt dann, Ja. man muss dazu sagen, ihr habt das dann eine ganze Weile gemacht, ne? Ja. Was erst vor kurzem sogar, glaube ich, damit aufgehört, ne? Ja. Und schon ein bisschen länger her. Da war es ja so, dass, da war die Sache mit dem Kind, ne? Deine Freundin ist Genau. schwanger geworden. Meine Freundin hat jemanden kennengelernt, hat eine Beziehung geführt, war auch bis dato sehr glücklich damit, ist schwanger geworden, hat ein Kind bekommen und der Schlumpf aus Rheinhausen meinte, meine Freundin erpressen zu müssen mit dem Jugendamt. Okay. Ja. Ist irgendwann mal, was heißt, nicht rausgekommen, aber schon soweit, es wurden Gerüchte durch die Gegend erzählt, er hat davon mehr oder weniger Wind bekommen. Und ja, das war auch eigentlich jetzt der Grund, weswegen die sich getrennt haben und sie jetzt eigentlich mit dem Mann, also mit dem Vater des Kindes, nicht mehr zusammen ist. Okay. Also das hat er auf jeden Fall super hinbekommen. Okay, krass.
Ja, wir sind auf jeden Fall dann auch nochmal auf die Story von deiner Freundin gespannt, wenn wir das hinkriegen. Ansonsten belassen wir das erstmal hierbei. Ist auf jeden Fall schon eine krasse Nummer, wenn man bedenkt, wie er sich selber immer als Saubermann darstellt, am Ende tatsächlich dahinter steckt. Was hinter geschlossenen Türen halt vorgeht, das weiß man nie so genau. So sieht's aus, das ist das. Ja, ich hoffe, dir geht's mittlerweile gut. Ich wünsche dir alles Gute auf jeden Fall. Danke dir. Danke, dass du Kontakt aufgebaut hast. Falls du irgendwie in Zukunft Hilfe brauchst oder so, melde dich, sag Bescheid. Und an dieser Stelle sind wir dann auch erstmal raus. Also, hau dir rein, wir sind erstmal raus. Peace.